Hallo meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zur Mario Kart 8 Themenrunde am Sonntagabend. In der letzten Folge haben wir ein sehr philosophisches Thema angesprochen. Einige haben durchgeblickt, einige nicht und ich habe am Anfang der letzten Folge ein Formular ausgegeben, beziehungsweise habe ich von einem Formular gesprochen. Was ist auch viel? Ich kann nicht mehr reden. Jetzt schon am Anfang der Folge. Was auch einige ausgefüllt haben im Endeffekt und ich wollte euch einfach mal das Ergebnis, was ihr mir geschrieben habt, beziehungsweise ausgefüllt habt, vorstellen und das Ergebnis, was ich jetzt für mich persönlich in irgendeiner Form getroffen habe. Erstmal, bevor wir zu diesem Formular kommen, ich merke heute schon, dass das nichts wird mit viel Aufnehmen. Ich war gestern auf einer Feier, beziehungsweise war mit Freunden unterwegs und ich bin ein bisschen müde, sehr müde sogar und deswegen, ja, versuche ich trotzdem mein Bestes. Deswegen sehen meine Haare heute auch so fluffig aus, weil die nicht gemacht sind. Gut, ich will erstmal ansprechen, mein Deutsch leidet auch heute. Was ich erstmal ansprechen will, ist, seit Wochen habe ich der Gruppe versprochen. Auf jeden Fall, wir haben eine Discord-Gruppe, haben sich ja wirklich viele gewünscht. Aber ich habe es immer wieder vergessen anzusprechen, dass ich jetzt eine Discord-Gruppe habe, schon ein bisschen länger. Ich glaube, die existiert seit Monaten. Aber ich habe nur auf Twitter Bescheid gesagt. Ja, ich habe wirklich nur auf Twitter Bescheid gesagt. Deswegen jetzt nochmal, wir haben eine Discord-Gruppe. Wenn ich dran denken sollte, packe ich den Link unten in die Beschreibung hinein, beziehungsweise auch einmal ins Kommentarfeld. Und wenn ich nicht dran denken sollte, erinnert mich nochmal dran. Und dann haben wir diese Woche wieder mit normalen LPs gestartet. Ist so der Entschluss, den ich so getroffen habe, haben sich sehr viele gewünscht. Und es liegt mir, glaube ich, auch eher als, ja, gecuttete LPs anscheinend. Haben nicht so viele lustig gefunden. Ich habe es gemocht, aber gut. Ich muss auch sagen, es liegt mir doch viel mehr. Ich erzähle immer wieder mal gerne aus meinem Alltag und ich glaube, die meisten interessiert das auch, was der YouTuber bzw. diese Person hinter dem Kanal so erlebt. Höre ich mir auch immer wieder gerne mal an von bestimmten Personen. Deswegen ist es doch für das Beste für alle. Ich meine, ich bin zufrieden, ihr seid zufrieden und ja. Also das Ergebnis erstmal war, also die erste Frage war, ich kann sie mir gerade nicht angucken, weil ich 1000 Programme geöffnet habe. Erstmal die Programme, womit ich aufnehme und einmal so meine Notizen. Ich mache mir auch immer wieder mal Notizen für die MK8-Folgen. Damit ich nicht vergesse, was ich sage. Und ja, ich glaube, die erste Frage war erstmal, wie zufrieden ihr mit dem Kanal seid. Da gab es ja erstmal drei Möglichkeiten. Erstmal sehr gut, dann mittelmäßig und dann einmal gefällt mir gar nicht. So, jetzt kann ich kurz reinschalten. So, bist du mit dem jetzigen Kanalstand zufrieden? Insgesamt gab es 38 Antworten. 16 Stück waren für ja, sehr sogar, 18 für geht so. So, und 5 Stimmen für gar nicht. Die nächste Frage war, wie findest du die momentanen Thumbnails? Ebenfalls 38 Antworten, wobei ich hier 39 zähle. Okay. 27 mal sehr gut und 12 mal geht so, also war eigentlich recht semi. Also ich muss sagen, dass ich in den Thumbnails persönlich unzufriedener geworden bin, beziehungsweise es sah alles sehr eintönig aus, deswegen ich jetzt nochmal so gesehen den Rahmen geändert habe, beziehungsweise der liebe Philipp, der Designer des Kanals so gesehen, der immer wieder mal Designs für den Kanal macht, sprich Banner, Profilbild und sonst immer solche Dinge, frage ich auch lieben gerne mal nach. Ich versuche sowieso im Sommer persönlich mal selber eigene Designs zu machen. Ich finde, dann hat der Kanal so alles. So hat der Kanal so eine persönliche Note von mir, sagen wir es mal so. Gut, die nächste Frage war, gibt es erstmal generell Wünsche im Bereich Nintendo? Und der Wunsch, der wirklich am meisten gefallen ist, fast jeder Wunsch war es, ist ein Zelda-Spiel, dass ich unbedingt mal ein Zelda-Spiel spielen soll. Und hauptsächlich Zelda Wind Waker HD. Dann gab es aber noch Wünsche wie zum Beispiel Zelda Breath of the Wild. Jetzt kommen wir zu dem Thema Nintendo Switch. Die Nintendo Switch habe ich leider noch nicht und die bekomme ich erst am Freitag mit Zelda Breath of the Wild und Want to Switch. Und ich habe mir diesmal vorgenommen, ja, also LP wird, glaube ich, erstmal nichts daraus, weil das sehr, 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 sehr lang wird. Und ich will erstmal mit einem normalen Zelda beginnen. Also, es heißt ja nicht normal. Also, Zelda Breath of the Wild, kann man schon sagen, ist eines der heftigsten Spiele in diesem Jahr. Fast überall gab es eine Bewertung 10 out of 10. Und ja, das ist krass, wirklich. Also, von 100% hatte Zelda, glaube ich, 98% um den Dreh. Und das ist krank, wirklich. Das ist wirklich eine kranke Bewertung für ein Spiel. Und ja, ich will es erstmal privat spielen, weil ich seit YouTube, lasst mich nicht lügen, das letzte Mal privat ein Spiel gespielt habe. Pokémon Sonne habe ich, ja, an Weihnachten privat gespielt.
Was hier auch noch stand, es wird Zeit, dass du dir ein 3DS besorgst. Ich habe ja ein 3DS, aber ich kann den nicht aufnehmen. Da man... Nein. So eine Verarsche ohne Witz. Auf jeden Fall kann ich ihn nicht aufnehmen, da ich keine 3DS Capture Card besitze. Und die 3DS Capture Card ist teuer. Wirklich sehr teuer. Kann man um den Dreh rechnen, über 200 Euro. Und ich bin Schüler, ich habe momentan kaum Geld. Also von daher wird das in nächster Zeit wohl nichts. Sonstige Wünsche, was auch noch recht häufig gefallen ist, Mario Party. Ist tatsächlich in Planung. Also, es wird sich jetzt einiges in den nächsten Wochen tun, auf jeden Fall. In Sachen Tomageddon. Auch vom Technischen her, denn die Folge, die ihr gerade seht, ist fast die letzte Folge. Ah, Schwachsinn, nein. In dieser Woche werdet ihr noch viele Folgen damit sehen. Mit meinem jetzigen Mikrofon. Wegen das Mikrofon wird ausgetauscht. Und zwar habe ich einen guten YouTube-Kollegen, Nikon, aka Kai. Und er will unbedingt einen Rode Procaster haben und ich einen Rode NT1A. Er besitzt einen Rode NT1A und ich besitze das Rode Procaster. Also wieso ich erstmal meinen Rode Procaster tauschen will, ist genau für solche Projekte wie Mario Partys oder so in der Art. Also ich persönlich kann nicht mit mehreren Leuten aufnehmen mit diesem Mikrofon. Wegen, ja, das geht nicht. Du kannst es erstmal nicht so laut einstellen. Und das Mikrofon nimmt ja nur wahr, was hier reingesprochen wird. Und das ist ja ein recht kleiner Bereich. Und beim Rode NT1A ist halt der Vorteil, ist ein großes Membranmikrofon. Da können halt mehrere Personen davor sitzen und du hörst alles, weil alles aufgenommen wird. Und das ist halt im Endeffekt dieser Vorteil. Und ja, genau deswegen wünsche ich mir momentan Rode NT1A. Und deswegen tauschen wir einfach mal. Und ja, dann gucken wir mal, wie die Audioqualität in der nächsten Woche wird. Also die Mikrofone geben sich ja nicht viel, sind beide eigentlich auf dem selben Level ungefähr. Also von daher bin ich gespannt. Ist sowieso mal cool, es macht immer wieder mal Spaß, wenn man sein Equipment in irgendeiner Form austauscht und ein neues Equipment für YouTube bekommt, dann macht YouTube umso mehr Spaß in der nächsten Zeit. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich momentan so dran gewöhnt bin, mit dem Mikrofon aufzunehmen, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. Werdet ihr in der nächsten Woche ein neues Mikrofon hören und sehen. Ja, wer besitzt alles das Mikrofon? Saraza, Domtendo. Ja, würde mir jetzt so spontan einfallen, wer das Mikrofon besitzt. Es ist auf jeden Fall sehr weit vertreten auf YouTube, dieses Mikrofon. Aber dieses auch hier, zum Beispiel das Nutz Klengarn, also, ja. Ist ein gutes Mikrofon, kann ich nur weiterempfehlen. Kostet um den Dreh 200 Euro. Aber wenn wir schon mal bei dem Thema Mario Party sind, will ich, ehrlich gesagt, ein paar Freunde einladen und dann zocken wir hier Mario Party. Und das wird bestimmt cool, I hope. Ja, ich denke mal, zu dritt machen wir das Ganze im Endeffekt und welches Mario Party ich spielen will, ist Mario Party 8 im Endeffekt. Weil das doch Mario Party ist, was mich meiner Kindheit über begleitet hat und unglaublich, wie viele Spielstunden ich dort drin hatte. Ich hatte wirklich, boah, unglaublich. Naja, wir werden es dann bis dahin sehen und sonstige Wünsche sind eigentlich nicht vorhanden. Sonst noch Donkey Kong eventuell irgendwann mal. Wobei ich auch das schon mal gestartet hatte, aber nicht zu Ende gebracht habe. Sonst eventuell noch irgendwann Pokémon wieder, was ich diesmal durchziehen werde. Und ja. Sonst noch Dinge im Horrorbereich, die ich als Frage gestellt habe, gab es eigentlich kaum Wünsche. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass es momentan kaum Horrorspiele gibt, die mich in irgendeiner Form reizen, die ich jetzt playen würde. Deswegen habe ich überlegt, Frage an euch. Ich habe ja eigentlich Resident Evil als Stream gestartet, dass wir das einfach als LP starten. Das wird ungefähr 30 Parts übergehen, habe ich so bei den anderen gesehen und ich bin noch ein recht schneller Spieler, also meistens zocke ich alles recht schnell durch, weil ich viel übersehe und meistens durchrushe. Also ich bin nicht so ein Typ irgendwie, der Spiele genießt, also ich bin immer so ein Durchrusher. Aber so eine Eigenschaft, also wenn ich jetzt mir vornehme, so zu spielen, dass ich mir alles angucke, ich glaube, ich könnte das echt nicht durchziehen. Das wird sich nach einer Zeit wieder so einpendeln, dass ich durchrushe, also ich bin nicht dazu geboren, mir alles anzugucken. Gronkh ist zum Beispiel so ein Typ. Ein kleines Beispiel. Ich habe ja mal damals Cry of Fear gestartet. Wir hatten 28 Parts. Ich glaube, Gronkh hatte um den Dreh 60 Parts. Und das sagt schon einiges aus, wie ich spiele. Gut, und deswegen würde ich ganz, ganz gerne Resident Evil als LP starten. Nach FNAF, wenn das beendet werden sollte. Ich glaube, fünfte Nacht werden wir in FNAF durchziehen. Oder ich werde es eher gesagt probieren. Sollte machbar sein. I hope so. Und ja. Gut, das waren jetzt die Kanalvorschläge. Ich hoffe mal, dass sich der Kanal in den nächsten Wochen bessern wird, sodass die, die angekreuzt haben, entweder der Kanal gefällt einem gar nicht mehr oder der Kanal gefällt einem semi, dass es in Zukunft wieder anders wird. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Also ich bin momentan diese Woche sehr motiviert gewesen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, zu dem philosophischen Thema,
was ich ansprechen werde. Die Mario Kart 8 Themenrunde entwickelt sich zu so einer philosophischen Runde am Sonntag, wo man immer über verschiedene Themen philosophieren kann. Auf jeden Fall ist es ein Thema, was Gara Blade, come on, mir in die Kommentare geschrieben hat. Und zwar mit dem Thema Zufriedenheit. Und mit dem Thema Zufriedenheit habe ich diese Woche sehr viel zu tun gehabt. Nach der letzten Woche, als ich diesen Part rausgebracht habe, habe ich mir selber ja vorgenommen, meine eigenen Ziele, Prioritäten hochzustellen. Und das habe ich diese Woche sehr gut umsetzen können, sodass ich die ganze Woche über wirklich gute Laune ausgestrahlt habe. Ich war motiviert und ich bin immer noch motiviert, sowas von motiviert, auch für die Woche weiterhin irgendwas zu machen. Beziehungsweise auch zu arbeiten. Für YouTube hat man ja gemerkt, jeden Tag kam ein Video. Nächste Woche werden sogar öfter mal zwei Videos kommen, wegen ich bin sowas von motiviert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich strahle momentan einfach totale Zufriedenheit aus und ich habe das einfach so gemacht. Zufriedenheit ist ein Thema erstmal. Mit Zufriedenheit braucht man eigentlich, keine materiellen Dinge oder so in der Art. Zufriedenheit ist Kopfsache. Man muss erstmal selber, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich halt nicht wieder total aus dem Konzept in irgendeiner Form rauskomme. Zufriedenheit schafft man sich, indem man überhaupt erstmal die momentane Situation, in der man steckt, wahrnimmt. Inwiefern ich das meine? Ich nenne jetzt einfach mal mein momentanes Beispiel. Ich habe ja Abitur, ich mache gerade mein Abitur und habe einige Hobbys, habe einige Freunde. Und wenn man sich das alles erstmal im Klaren hört, ich glaube, dann kann man schon erstmal zufriedener mit sich selber sein, beziehungsweise Zufriedenheit bekommen. In den meisten Fällen resultiert Unzufriedenheit darauf auf Dinge, die man sich gerne wünscht, die man nicht hat. Also sprich, man nimmt die Dinge, die man momentan hat, nicht wahr. Und das ist nochmal so eine Sache. Erstmal jetzt zu dem nächsten Punkt, Zufriedenheit ist Kopfsache. Wo ist meine Green Shell denn? Zu dem nächsten Punkt, es gibt ja halt immer wieder mal Personen, die eher positiv eingestimmt sind und dann gibt es Personen, die negativ eingestimmt sind. Und ich glaube, wenn man negativ zum Beispiel eingestimmt ist, dann muss man das in irgendeiner Form versuchen zu ändern. Gott, ich wollte nicht gegen die Banane fahren. Also man muss sich erstmal die Dinge klar werden, die man hat. Und dann kann man sich auf die Dinge fokussieren, die man gerne haben würde. Also man muss immer positiv denken. Ist schwerer gesagt als getan in Situationen, wo man zum Beispiel negativ drauf ist. Aber man soll es wirklich probieren. Also was ich diese Woche wirklich gemacht habe, klingt absurd, aber ich habe mich morgens vor dem Spiegel gestellt und einfach mal gelächelt, ohne Grund. Ist ein bisschen weird und creepy, wenn man so einen Typen von außen beobachtet, der morgens einfach vor dem Spiegel steht und dann, ja, in irgendeiner Form lächelt, ist das schon creepy. Aber es schüttet erstmal Glückshormone aus, ist jetzt ein Tipp von mir. Und dann ist man den ganzen Tag über in irgendeiner Form gut gelaunt. Und ich war diese Woche auch gut gelaunt, weil ich einfach, wie gesagt, wieder mehr für YouTube arbeiten kann, weil ich mich freier fühle, weil ich einfach auch disziplinierter in dieser Woche an die meisten Dinge rangegangen bin. Also in den letzten Wochen habe ich ja YouTube und andere Dinge total schleifen lassen, weil ich immer so, ja, faul geworden bin, sage ich mal so. Also faul nicht, aber in YouTube-mäßigen Sachen schon, beziehungsweise ich habe halt viele Dinge immer wieder mal nach hinten verschoben. Ich habe nicht gesagt, komm, ich mache das jetzt. Und dann, ich habe immer so gesagt, komm, mache ich gleich. Und dann, ja, wurde es immer bis spät in die Nacht hinein gearbeitet. Und das Zufriedenheit hat in den meisten Fällen auch irgendwas mit Motivation zu tun, finde ich. Ist auch wieder so ein Thema, wo ich gerade total weirdes Zeug laber. Aber Zufriedenheit schafft man sich auch, wenn man Motivation für irgendwelche Dinge hat. Ich glaube, jeder von uns hat irgendein Hobby. Fußball, Sport, das oder das, wie zum Beispiel ich jetzt YouTube. Im Allgemeinen Dinge, die man gerne macht. Wenn man sich selber Motivation schafft, wenn man motiviert ist, dann ist man... Mir ist das Wort entfallen. Ich bin verpeilter als sonst heute. Wenn man motiviert ist, schafft man sich so gesehen einfach mehr Zufriedenheit. Und das ist eigentlich schon alles, was ich zu dem Thema sagen würde. Denn Zufriedenheit ist ein Thema, was einfach Kopfsache ist, wie alles andere. Alles spielt sich im Kopf ab. Gute Laune, schlechte Laune, alles Kopfsache. Man kann sich einfach so leicht gute Laune schaffen und wenn man das erstmal verstanden hat, das ist wie so ein Klickmoment, dann kann man eigentlich jeden einzelnen Tag total motiviert und gut gelaunt an die meisten Sachen bringen. Denn es hat einfach keinen Sinn, schlecht gelaunt zu sein, beziehungsweise unzufrieden zu sein. Denn man muss immer die Dinge schätzen, die man hat. Und wenn man dies tut, ist man im Endeffekt automatisch zufrieden. So, das war genug philosophisches Gefasel für heute. Wir fassen nochmal kurz die Folge zusammen.
Anfangs habe ich erstmal euch die, Ergebnisse präsentiert, die, bei dem Formular rausgekommen sind. Und ich versuche mal in den nächsten Wochen die Kritik, die ich bekommen habe, relativ gut umzusetzen. Der nächste Punkt, es wird sich bald was ändern, bezüglich des Mikrofons, aber das werdet ihr dann spätestens in den Folgen sehen. Es werden wieder LPs kommen, nächste Woche sogar manchmal zwei Folgen, wenn ich schaffen sollte, was sehr stark der Fall ist. Wahrscheinlich schon morgen, ich will nicht zu viel versprechen, aber es sieht stark danach aus. Ihr werdet dann sehen, irgendwann werde ich es auf jeden Fall hochladen und dann, ja, wird alles wieder Back to the Roots mäßig so gesehen sein. Und Discord-Server gibt es jetzt auch. Wenn ich dran denken sollte, werde ich es oben verlinken. Ganz weit oben. Ich werde auf jeden Fall dran denken. Ich werde es versuchen. Und ja, nochmal zu dem Thema Resident Evil. Auch gerne unten in die Kommentare hinein, ob ihr das als LP sehen wollt. Denn ja, Stream klappt leider nicht häufig. Merkt vielleicht der eine oder andere. Aus zeitlichen Gründen. Erstmal, weil ich am Wochenende gerne mal was Freunden mache. Oder jetzt zum Beispiel, wo ich wieder LPs mache. Dass ich die aufnehme, sind ja auch einige Videos in der Woche. Und ja. Naja, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part der Mario Kart 8 Themenrunde. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.